Es gibt viele Beispiele dafür, wie wir die Dinge verwenden sollen, die uns vom Herrn gegeben worden sind. Und auch das wird in der Bhagavad Gita erklärt. Arjuna wollte an der Schlacht von Kurukshetra nicht teilnehmen. Er sagte zu Krishna, es werde ihm nicht möglich sein, sich des Königreichs zu erfreuen, nachdem er seine Verwandten getötet habe. Diese Entscheidung beruhte auf der körperlichen Auffassung des Lebens, denn er hielt den Körper für das Selbst und glaubte daher, seine Brüder, Neffen, Schwäger und Großväter usw. so seien sehr eng mit ihm verbunden. Auf diese Weise glaubte er, seine körperlichen Verlangen befriedigen zu können. Der Herr verkündigte die Bhagavad Gita, um diese Auffassung zu ändern. Und am Ende der Unterweisungen entschloss sich Arjuna, unter der Führung des Herrn zu kämpfen. Er sagte, Karishye Vajanam Tava, ich werde ganz nach deinen Worten handeln. Bhagavad Gita 18.73. Die Menschen sind nicht dazu bestimmt, sich in dieser Welt wie die Schweine abzuquälen. Sie müssen intelligent genug sein, die Bedeutung des menschlichen Lebens zu erkennen und sich weigern, wie gewöhnliche Tiere zu handeln. Ein Mensch sollte das Ziel seines Lebens erkennen. Diese Anweisung wird in allen vedischen Schriften gegeben. Die Essenz finden wir in der Bhagavad Gita. Die vedischen Schriften sind für Menschen und nicht für Tiere bestimmt. Tiere können andere Tiere töten und sündigen dabei nicht. Doch wenn ein Mensch ein Tier zur Befriedigung seines unkontrollierten Gaumens tötet, bricht er die Gesetze der Natur und muss sich dafür verantworten. In der Bhagavad Gita wird erklärt, dass es drei Arten von Aktivitäten gibt, die in Entsprechung zu den verschiedenen Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgeführt werden. Aktivitäten in Reinheit, in Leidenschaft und in Unwissenheit. In ähnlicher Weise gibt es auch drei Arten von Nahrungsmitteln. Nahrungsmitteln in Reinheit, in Leidenschaft und in Unwissenheit. All dies wird eingehend erklärt, und wenn wir den Unterweisungen der Bhagavad Gita folgen, wird unser Leben rein werden, so dass wir letztlich das Ziel erreichen werden, das sich jenseits der materiellen Welt befindet. Dieses Ziel wird der Sanatana Himmel genannt, die ewige spirituelle Welt. In der materiellen Welt ist alles zeitweilig. Etwas manifestiert sich, bleibt einige Zeit bestehen, pflanzt sich fort, schwindet allmählich dahin und vergeht schließlich. Das ist das Gesetz der materiellen Welt. Und wir können es zum Beispiel an unserem Körper, einer Frucht oder irgendetwas anderem beobachten. Doch jenseits dieser zeitweiligen Welt gibt es eine andere Welt, von der wir Berichte und Beschreibungen haben. Diese Welt ist von anderer Natur. Sie ist Sanatana, ewig. Im 11. Kapitel werden die Jivas und der Herr ebenfalls als Sanatana beschrieben. Wir haben eine vertraute Beziehung zum Herrn, da wir alle qualitativ eins sind. Das Sanatana Dharma, das ewige Reich, die Sanatana, höchste Person, und die Sanatana, Lebewesen. Besteht der Sinn der Bhagavad Gita darin, unsere Sanatana-Aktivitäten, unser Sanatana-Dharma wiederzubeleben, die ewigen Aktivitäten des Lebewesens. Wir sind vorübergehend mit verschiedenen Aktivitäten beschäftigt, doch sie alle können gereinigt werden, wenn wir alle zeitweiligen Aktivitäten aufgeben und nach den Unterweisungen des höchsten Herrn handeln. Dann beginnt unser wirkliches, unser reines Leben. Sowohl der höchste Herr als auch sein transzendentales Reich sind Sanatana. Und auch die Lebewesen sind unvergänglich.
Die Vollkommenheit des menschlichen Lebens besteht darin, mit dem höchsten Herrn in seinem Sanatana-Reich zusammen zu sein. Der Herr ist den Lebewesen gegenüber sehr gütig, weil sie seine Kinder sind. Shri Krishna erklärt in der Bhagavad Gita: Sarva Yoni Shu Aham Bija Pradaha Pita. Ich bin der Vater aller Lebewesen. Dem unterschiedlichen Karma entsprechend gibt es viele verschiedene Arten von Lebewesen. Doch hier erklärt der Herr, dass er der Vater aller ist. Daher steigt der Herr in die materielle Welt herab, um all diese gefallenen, bedingten Seelen zum Sanatana-Reich zurückzurufen, sodass die Sanatana-Lebewesen ihre Sanatana-Position im ewigen Zusammensein mit dem Herrn wiedererlangen können. Der Herr kommt entweder selbst in verschiedenen Inkarnationen oder sendet seine vertrauten Diener als Söhne oder er schickt seine Gefährten als Acharyas. Sanatana Dharma ist deshalb keine sektiererische Religion. Es ist die ewige Aufgabe der ewigen Lebewesen in ihrer Beziehung zum ewigen höchsten Herrn. Sanatana Dharma bezieht sich, wie schon gesagt wurde, auf die ewige Aktivität des Lebewesens. Ramanuj Acharya hat das Wort Sanatana erklärt als das, was weder Anfang noch Ende hat. Wenn wir also von Sanatana Dharma sprechen, müssen wir aufgrund der Autorität Sri Ramanuj Acharyas akzeptieren, dass es weder Anfang noch Ende hat. Das Wort Religion und der Begriff Sanatana Dharma sind nicht miteinander identisch. Religion vermittelt die Idee des Glaubens und ein Glaube kann sich ändern. Ein Mensch mag sich zu einem bestimmten Glauben bekennen, doch er kann diesen Glauben wechseln und einen anderen Glauben annehmen. Sanatana Dharma hingegen bezieht sich auf die Aktivität, die niemals gewechselt werden kann. Man kann zum Beispiel nicht die Flüssigkeit vom Wasser oder die Wärme vom Feuer trennen. In ähnlicher Weise kann auch die ewige Funktion des ewigen Lebewesens nicht vom Lebewesen getrennt werden. Sanatana Dharma ist also auf ewig mit dem Lebewesen verbunden. Wenn wir daher von Sanatana Dharma sprechen, müssen wir aufgrund der Autorität Sri Ramanujacharyas akzeptieren, dass es weder Anfang noch Ende hat. Das, was weder Ende noch Anfang hat, kann auf keinen Fall sektiererisch sein, denn es kann durch keine Begrenzungen eingeschränkt werden. Dennoch werden diejenigen, die einem sektiererischen Glauben angehören, dieses Sanatana Dharma fälschlich für sektiererisch halten. Wenn wir es jedoch etwas eingehender betrachten und mit den Augen der modernen Wissenschaft sehen, werden wir erkennen können, dass Sanatana Dharma die Aufgabe aller Menschen in der Welt ist. Ja, sogar aller Lebewesen im Universum. Ein Glaube, der nicht Sanatana ist, kann in den Annalen der Menschheitsgeschichte seinen Anfang haben. Doch Sanatana Dharma hat keinen Anfang, da es mit den Lebewesen auf ewig verbunden ist. Die autoritativen Shastras, Schriften, erklären, dass es für das Lebewesen weder Geburt noch Tod gibt. Und auch in der Gita wird gesagt, dass das Lebewesen niemals geboren wird und niemals stirbt. Es ist ewig und unzerstörbar und lebt selbst nach der Zerstörung seines zeitweiligen materiellen Körpers weiter. Um uns einen Begriff von Sanatana Dharma machen zu können, müssen wir versuchen, die Bedeutung des Wortes Religion von seiner Sanskritwurzel her verstehen. Dharma bezieht sich auf das, was untrennbar mit einem bestimmten Objekt verbunden ist. Wir können verstehen, dass Wärme und Licht immer mit Feuer verbunden sind. Ohne Wärme und Licht
verliert das Wort Feuer seine Bedeutung. In ähnlicher Weise müssen wir den wesentlichen Teil des Lebewesens ausfindig machen, den Teil, der es ständig begleitet. Dieser ihn ständig begleitende Faktor ist seine ewige Eigenschaft, und diese ewige Eigenschaft ist seine ewige Religion. Als Sanatan Goswami Sri Chaitanya Mahaprabhu bat, ihm die Swarupa des Lebewesens zu erklären, antwortete der Herr, die Swarupa, das heißt, die wesenseigene Position des Lebewesens bestehe darin, dem höchsten persönlichen Gott zu dienen. Wenn wir diese Erklärung Sri Chaitanyas genau untersuchen, können wir leicht verstehen, dass jedes Lebewesen ständig damit beschäftigt ist, einem anderen Lebewesen zu dienen. Ein Lebewesen dient anderen Lebewesen auf zwei Arten, und auf diese Weise genießt es das Leben. Die niederen Tiere dienen den Menschen, ähnlich wie Diener ihrem Meister dienen. A dient dem Meister B, B dient dem Meister C, C dient dem Meister D und so weiter. Ein Freund dient seinem Freund, die Mutter dient ihrem Sohn, die Frau dient ihrem Mann, der Mann dient seiner Frau und so weiter. Wenn wir diese Betrachtungsweise weiter fortsetzen, erkennen wir bald, dass niemand in der Gesellschaft lebender Wesen vom Dienen ausgenommen ist. Der Politiker präsentiert sein Programm der Öffentlichkeit, um sie zu überzeugen, dass er die Fähigkeit hat zu dienen. Die Wähler geben somit dem Politiker ihre wertvollen Stimmen, weil sie glauben, dass er der Gesellschaft gut dienen werde. Der Kaufmann dient dem Kunden, der Arbeiter dient dem Kapitalisten, der Kapitalist dient der Familie und die Familie dient dem Staat und so weiter. Wir sehen also, dass es kein Lebewesen gibt, das nicht einem anderen Lebewesen dient. Und daher können wir ohne weiteres sagen, dass Dienen ständig mit dem Lebewesen verbunden ist. Es ist seine ewige Religion. Aber dennoch bekennt sich der Mensch zu einer bestimmten Glaubensrichtung, die der besonderen Zeit und den Umständen angepasst ist, und behauptet somit Hindu, Moslem, Christ, Buddhist oder Mitglied irgendeiner anderen Sekte zu sein. Solche Bezeichnungen sind jedoch nicht Sanatana Dharma. Ein Hindu kann seinen Glauben wechseln und ein Moslem werden. Und ein Moslem kann seinen Glauben ändern und ein Hindu werden. Oder ein Christ kann seinen Glauben ändern und so weiter. Doch unter allen Umständen beeinträchtigt der Wechsel des Glaubens nicht die ewige Beschäftigung, anderen zu dienen. Der Hindu, Moslem oder Christ dient unter allen Umständen immer irgendjemanden. Wenn man sich also zu einer bestimmten Sekte bekennt, bekennt man sich nicht zu seinem Sanatana Dharma. Sanatana Dharma bedeutet zu dienen. In Wirklichkeit sind wir mit dem höchsten Herrn durch Dienen verbunden. Der höchste Herr ist der höchste Genießende, und wir, die Lebewesen, sind seine Diener. Wir sind zu seiner Freude geschaffen, und wenn wir an dieser ewigen Freude des höchsten persönlichen Gottes teilhaben, werden wir glücklich sein. Auf andere Weise können wir nicht glücklich werden. Genau wie ein Teil des Körpers nicht glücklich sein kann, ohne dem Magen zu dienen, ist es für uns nicht möglich, unabhängig vom Höchsten glücklich zu sein. Für das Lebewesen ist es unmöglich, glücklich zu sein, ohne sich im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn zu beschäftigen. Die verschiedenen Halbgötter zu verehren oder ihnen Opfer darzubringen, wird in der Bhagavad Gita nicht gut geheißen. Diejenigen, deren Geist durch materielle Begierden verwirrt ist, geben sich Halbgöttern hin und folgen entsprechend ihrer Natur
den besonderen Regeln und Regulierungen der Verehrung. Bhagavad Gita 7.20. Hier wird eindeutig gesagt, dass diejenigen, die von Lust getrieben werden, die Halbgötter und nicht den höchsten Herrn Sri Krishna verehren. Wenn wir Krishna sagen, so ist dies nicht irgendein sektiererischer Name. Krishna bedeutet die höchste Freude. Und es wird in den Schriften bestätigt, dass der höchste Herr der Urgrund, die Quelle aller Freude ist. Wir alle sehnen uns nach Freude. Ananda Mai Vyasat. FS 1.1.12. Die Lebewesen haben genau wie der Herr ein Bewusstsein und streben nach Glück. Der Herr ist ewiglich voller Glückseligkeit. Und wenn die Lebewesen mit dem Herrn zusammenkommen, ihm dienen und mit ihm zusammenleben, werden sie ebenfalls glücklich. Der Herr steigt in diese vergängliche Welt herab, um seine transzendentalen Spiele, die von ewigem Glück erfüllt sind, in Vrindavan zu offenbaren. Diese Spiele Krishnas mit seinen Freunden, den Hirtenknaben, mit seinen geliebten Freundinnen, mit den Kühen und den Bewohnern von Vrindavan waren voller Glückseligkeit. Alle Bewohner von Vrindavan waren fortwährend in Gedanken an Krishna versunken. Sri Krishna brachte sogar seinen Vater Nanda Maharaja dazu, von der Verehrung des Halbgottes Indra abzulassen, weil er darauf hinweisen wollte, dass die Menschen die Halbgötter nicht zu verehren brauchen. Allein die Verehrung des höchsten Herrn ist wichtig, denn das endgültige Ziel des menschlichen Lebens ist es, in sein ewiges Reich zurückzukehren. In der Bhagavad Gita wird das Reich Sri Krishnas wie folgt beschrieben. Mein Reich wird weder von der Sonne, noch vom Mond, noch von Elektrizität erleuchtet. Jeder, der dorthin geht, kehrt niemals wieder in die materielle Welt zurück. Bhagavad Gita 15.6. Dieser Vers gibt eine Beschreibung des ewigen Himmels. Unsere Auffassung von einem Himmel ist materiell. Und wenn wir das Wort Himmel hören, denken wir gleichzeitig auch an Sonne, Mond, Sterne und so weiter. Doch in diesem Vers sagt der Herr, dass im ewigen Himmel weder Sonne noch Mond noch irgendeine Art von Feuer notwendig sind, da der spirituelle Himmel vom Brahmajyoti erleuchtet wird, von den Strahlen, die vom höchsten Herrn ausgehen. Andere Planeten zu erreichen, bereitet uns große Schwierigkeiten. Doch es ist nicht schwierig, das Reich des höchsten Herrn zu verstehen. Dieses Reich wird Goloka genannt. Es wird in der Brahma Samhita in herrlichen Worten beschrieben. Goloka eva nivasati akhilatma bhutana. Sri Krishna weilt ewiglich in seinem Reich Goloka, aber dennoch kann man sich ihm von dieser Welt aus nähern. Zu diesem Zweck erscheint der Herr und offenbart seine wirkliche Gestalt, Satchit Ananda Vigraha. Da er diese Gestalt offenbart, brauchen wir nicht über sein Aussehen zu spekulieren. Um derartige Spekulationen zu verhindern, erscheint er selbst und offenbart sich, wie er ist, als Shyama Sundara. Unglücklicherweise verspotten ihn die weniger intelligenten Menschen, da er wie ein gewöhnlicher Mensch erscheint und sich wie ein solcher verhält. Doch daraus sollten wir nicht schließen, dass der Herr einer der unseren ist. Durch seine Kräfte offenbart er sich uns in seiner wirklichen Gestalt und entfaltet seine Spiele, die den Spielen in seinem transzendentalen Reich gleichen. In den leuchtenden Strahlen des spirituellen Himmels schweben unzählige Planeten. Das Brahmajyoti geht vom höchsten Reich Krishnaloka aus. Und in diesen Strahlen schweben die Anandamaya, Chinmaya Planeten, die nicht materiell sind.
Der Herr sagt, jeder, der die spirituelle Welt erreicht, braucht nicht wieder in die materielle Welt zurückzukehren. Überall in der materiellen Welt finden wir die gleichen Lebensbedingungen vor. Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Selbst wenn wir den höchsten Planeten, Brahmaloka, erreichen, vom Mond ganz zu schweigen, kein Planet im materiellen Universum ist von diesen vier Prinzipien des materiellen Daseins ausgenommen. Daher sagt der Herr in der Bhagavad Gita: Abrahma Bhuvana Loka Punar Avartino Arjuna Mam Obedya Tu Kaunteya Punar Janma Na Vidyate. Alle Planeten in der materiellen Welt, vom höchsten bis hinunter zum niedrigsten, sind Orte des Leids, an denen sich Geburt und Tod wiederholt. Wer aber in mein Reich gelangt, o Sohn Kuntis, wird niemals wiedergeboren. Bhagavad Gita 8.16. Die Lebewesen reisen nicht mit mechanistischen Hilfsmitteln von einem Planeten zum anderen, sondern durch einen spirituellen Vorgang. Auch wird gesagt: Yanti Deva Vrata Devan Pirin Yanti Pitri Vrataha Bhutani Yanti Bodeja Yanti Niyad Yajino Pimam. Wer die Halbgötter verehrt, wird unter den Halbgöttern geboren. Wer die Geister und Gespenster verehrt, wird unter solchen Wesen geboren. Wer die Ahnen verehrt, geht zu den Ahnen, und wer mich verehrt, wird mit mir leben. Bhagavad Gita 9.25. Es sind keine mechanistischen Hilfsmittel notwendig, wenn wir interplanetarisch reisen wollen, denn die Gita unterweist uns: Yanti Deva Vrata Devan. Der Mond, die Sonne und andere höhere Planeten werden Svargaloka genannt. Es gibt höhere und mittlere und niedere Planetensysteme. Die Erde gehört zum mittleren Planetensystem. Die Bhagavad Gita informiert uns, wie man mit Hilfe einer sehr einfachen Methode zu höheren Planetensystemen, Devaloka, gelangen kann. Yanti Deva Vrata Devan. Man braucht nur den bestimmten Halbgott eines bestimmten Planeten zu verehren und kann auf diese Weise zum Mond, zur Sonne oder zu anderen höheren Planetensystemen gelangen. Die Bhagavad Gita empfiehlt uns jedoch nicht, zu einem Planeten in der materiellen Welt zu gehen, denn selbst wenn wir mit Hilfe irgendwelcher mechanistischen Vorrichtungen und indem wir vielleicht 40.000 Jahre durch das Weltall reisen, welcher Mensch könnte schon so lang leben, Brahmaloka, den höchsten Planeten, erreichen, werden wir immer noch die materiellen Leiden, Geburt, Alter, Krankheit und Tod vorfinden. Aber jeder, der auf den höchsten Planeten Krishnaloka oder auf irgendeinen anderen Planeten im spirituellen Himmel gelangt, wird diesen materiellen Leiden nicht mehr begegnen. Unter all diesen Planeten in der transzendentalen Welt gibt es einen höchsten Planeten, der Goloka Vrindavana genannt wird. Dies ist der ursprüngliche Planet im Reich des ursprünglichen persönlichen Gottes, Sri Krishna. All dieses Wissen erfahren wir aus der Bhagavad Gita und sie zeigt uns auch, wie wir die materielle Welt verlassen und ein wahrhaft glückseliges Leben in der spirituellen Welt beginnen können. Im 15. Kapitel der Bhagavad Gita wird das tatsächliche Bild der materiellen Welt gegeben. Es heißt dort: Sri Bhagavan Uvacha Urdhva Mulam Adaha Shakam Ashvatam Prahur Avyayam Chandam Si Yasya Parnani Yastam Vedasa Vedavit. Der höchste Herr sagte: Es gibt einen Banyanbaum, dessen Wurzeln nach oben und dessen Zweige nach unten zeigen, und die vedischen Hymnen sind seine Blätter. Wer diesen Baum kennt, kennt
die Veden, Bhagavad Gita 15.1. Hier wird die materielle Welt als Baum beschrieben, dessen Wurzeln nach oben und dessen Zweige nach unten gekehrt sind. Selbst in unserem Erfahrungsbereich gibt es einen Baum, dessen Wurzeln nach oben zeigen. Wenn man am Ufer eines Flusses oder Sees steht, kann man sehen, dass die Bäume im Wasser umgekehrt gespiegelt werden. Die Zweige zeigen nach unten und die Wurzeln nach oben. In ähnlicher Weise ist die materielle Welt eine Reflexion der spirituellen Welt. Die materielle Welt ist nichts als ein Schatten der Wirklichkeit. Im Schatten gibt es keine Wirklichkeit oder Substanz. Doch an der Existenz des Schattens können wir erkennen, dass es Substanz und Wirklichkeit gibt. In der Wüste gibt es kein Wasser, aber eine Fata Morgana weist uns darauf hin, dass so etwas wie Wasser existiert. In der materiellen Welt gibt es kein Wasser, dort gibt es kein Glück. Das wirkliche Wasser tatsächlichen Glücks ist nur in der spirituellen Welt zu finden. Der Herr sagt, dass wir die transzendentale Welt auf folgende Weise erreichen können. Wer frei von Illusion, falschem Prestige und falschem Umgang ist, wer das Ewige versteht, die materielle Lust hinter sich gelassen hat und von der Dualität von Glück und Leid befreit ist, und wer weiß, wie man sich der höchsten Person hingibt, erreicht das ewige Königreich. Bhagavad Gita 15.5. In diesem Padma Avayayam, das ewige Königreich, kann nur jemand eingehen, der Nirmana Moha ist. Was bedeutet das? Wir streben nach Bezeichnungen. Der eine möchte berühmt, der andere sehr intelligent und wieder ein anderer Präsident oder ein reicher Mann oder König oder irgendetwas anderes werden. Solange wir an solchen Bezeichnungen haften, sind wir dem Körper verhaftet. Denn Bezeichnungen beziehen sich auf den Körper. Doch wir sind nicht der Körper. Diese Erkenntnis ist die erste Stufe der spirituellen Verwirklichung. Wir sind zwar mit den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur verbunden, doch wir müssen uns durch hingebungsvolles Dienen für den Herrn von ihnen lösen. Wenn wir nicht am liebevollen Dienst für den Herrn haften, können wir uns nicht von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur lösen. Bezeichnungen und Anhaftungen haben ihren Ursprung in unserer Lust und unserer Begierde, in unserem Verlangen, die materielle Natur zu beherrschen. Solange wir diese Neigung, die materielle Natur zu beherrschen, nicht aufgeben, gibt es keine Möglichkeit, in das Königreich des Höchsten, das Sanatana Dham, zurückzukehren. In dieses ewige Königreich, das niemals zerstört wird, können nur diejenigen eintreten, die nicht von den Verlockungen falscher materieller Genüsse verwirrt werden, sondern im Dienst des höchsten Herrn verankert sind. In solchem Bewusstsein kann man sehr leicht in das höchste Reich gelangen. In einem anderen Vers der Gita wird gesagt: Avyakto kshara iti uktas tam ahuh paramam gatim yam prapya na nirvatante tat dama paramam mama. Dieses höchste Reich wird unmanifestiert und unfehlbar genannt und ist das höchste Ziel. Geht jemand dorthin, kehrt er nie wieder zurück. Das ist mein höchstes Reich. Bhagavad Gita 8.21. Avyakta bedeutet unmanifestiert. Nicht einmal in der materiellen Welt ist uns alles sichtbar. Unsere Sinne sind so unvollkommen, dass wir nicht einmal alle Sterne innerhalb dieses einen materiellen Universums sehen können. Die vedischen Schriften informieren uns über die verschiedenen Planeten und es liegt an uns, dieses Wissen zu akzeptieren.
Alle wichtigen Planeten werden in den vedischen Schriften, vor allem im Srimad Bhagavatam, beschrieben, und die spirituelle Welt, die sich jenseits des materiellen Universums befindet, wird als Avyakta, als unmanifestiert bezeichnet. Unser einziges Verlangen und Begehren sollte es sein, in dieses höchste Königreich einzugehen, denn wenn man es erreicht, braucht man nicht wieder in die materielle Welt zurückzukehren. Als nächstes mag man sich die Frage stellen, auf welche Weise dieses Reich des höchsten Herrn erreicht werden kann. Die Antwort darauf wird im 8. Kapitel gegeben. Dort heißt es: Antakale jamam eva smaran muktva kalevaram yaha prayati sa mat bhavam yati nasti atra samshayaha. Jeder, der am Ende des Lebens seinen Körper verlässt und sich an mich erinnert, erlangt augenblicklich meine Natur. Darüber besteht kein Zweifel. Bhagavad Gita 8.5. Jeder, der zur Stunde des Todes an Krishna denkt, geht zu Krishna. Man muss sich an die Gestalt Krishnas erinnern, denn wenn man seinen Körper verlässt und an seine Gestalt denkt, geht man in das spirituelle Königreich ein. Mad Bhavam bezieht sich auf die Natur des höchsten Wesens. Das höchste Wesen ist Sachit Ananda Vigraha, ewig, voller Wissen und voller Glückseligkeit. Unser gegenwärtiger Körper ist jedoch nicht Sachit Ananda. Er ist nicht Sat, sondern Asat. Er ist nicht ewig, sondern vergänglich. Und er ist nicht Chit, voller Wissen, sondern voller Unwissenheit. Wir besitzen kein Wissen vom spirituellen Königreich. Wir besitzen nicht einmal vollkommenes Wissen von der materiellen Welt, in der uns so viele Dinge unbekannt sind. Ist der Körper Nir Ananda? Statt voller Glückseligkeit ist er voller Leid. Alle Leiden, die wir in der materiellen Welt erfahren, haben ihre Ursache im Körper. Doch wer den Körper verlässt und dabei an den höchsten persönlichen Gott denkt, erlangt, wie uns Sri Krishna im 5. Vers des 8. Kapitels versichert, augenblicklich einen Sat-Chit-Ananda-Körper. Auf welche Weise man seinen Körper verlässt und einen neuen erhält, ist ebenfalls festgelegt. Ein Mensch stirbt, nachdem entschieden worden ist, welche Art des Körpers er im nächsten Leben bekommen wird. Höhere Autoritäten, nicht das Lebewesen selbst, fällen diese Entscheidung. Die Aktivitäten, die wir in unserem Leben ausführen, entscheiden, ob wir aufsteigen oder hinabsinken. Das gegenwärtige Leben ist eine Vorbereitung auf das nächste Leben. Wenn wir uns in diesem Leben darauf vorbereiten, zum Königreich Gottes erhoben zu werden, werden wir mit Sicherheit, nachdem wir unseren materiellen Körper verlassen haben, einen transzendentalen Körper erhalten, der dem des Herrn gleicht. Wie bereits zuvor erklärt wurde, gibt es verschiedene Arten von Transzendentalisten, den Brahmavadi, den Paramatmavadi und den Gottgeweihten, den Bhakta. Und wie ebenfalls erwähnt wurde, schweben im Brahmajyoti, im spirituellen Himmel, unzählige spirituelle Planeten. Die Zahl dieser Planeten ist weitaus größer als die aller Planeten der materiellen Welt. Unsere materielle Welt macht ungefähr nur ein Viertel der gesamten Schöpfung aus. In diesem materiellen Teil gibt es Millionen und Billionen von Universen mit Trillionen von Planeten, Sonnen, Sternen und Monden. Aber dennoch bildet die ganze materielle Schöpfung nur ein Bruchteil der gesamten Schöpfung. Der größte Teil der Schöpfung befindet sich in der transzendentalen Welt. Wer danach begehrt, mit dem höchsten Brahman zu verschmelzen, geht sofort in das Brahmajyoti des höchsten Herrn ein und erreicht somit den spirituellen Himmel. Der Gottgeweihte jedoch,
der sich des persönlichen Zusammenseins mit dem Herrn erfreuen möchte, wird zu den unzähligen Vaikuntha-Planeten gelangen, wo der höchste Herr mit seinen Geweihten durch seine vollständigen Erweiterungen als vierarmiger Narayana zusammen ist, der unter verschiedenen Namen wie Pradyumna, Aniruddha, Govinda usw. so bekannt ist. Die Transzendentalisten denken also am Ende ihres Lebens entweder an das Brahmajyoti, den Paramatma oder den höchsten persönlichen Gott, Sri Krishna, und gehen somit in den spirituellen Himmel ein. Doch nur der Gottgeweihte, bzw. derjenige, der eine persönliche Beziehung zum Herrn hat, kann zu den Vaikuntha-Planeten gelangen. Krishna sagt weiterhin, dass darüber kein Zweifel besteht. Darauf muss man fest vertrauen. Wir sollten nicht etwas ablehnen, nur weil es nicht mit unseren eigenen Vorstellungen übereinstimmt. Unsere Haltung sollte wie die Arjunas sein. Ich glaube alles, was du gesagt hast. Wenn der Herr daher sagt, dass jeder, der zur Stunde des Todes an ihn als Brahman oder Paramatma oder als den persönlichen Gott denkt, in den spirituellen Himmel eingeht, so kann es darüber keinen Zweifel geben. In welcher Weise wir zur Stunde des Todes an das höchste Wesen denken sollen, wird in der Gita ebenfalls erklärt. Yam yam vapi smaran bhavam yajati ante kalevaram tam tam eva iti kaunteya sada tat bhava bhavitaha sada tat bhava bhavitaha. In welchem Zustand man auch immer den gegenwärtigen Körper verlässt, diese Lebensform wird man im nächsten Leben mit Sicherheit erreichen. Bhagavad Gita 8.6. Die materielle Natur wird von einer der Energien des höchsten Herrn manifestiert. Im Vishnu Purana werden alle Energien des höchsten Herrn als Vishnu, Shaktihi, Para, Prakta und so weiter beschrieben. Der höchste Herr verfügt über unzählige verschiedene Energien, die jenseits unseres Vorstellungsvermögens liegen. Doch die großen Weisen und die befreiten Seelen haben diese Energien studiert und sie dreifach unterteilt. Alle Energien gehen von Vishnu Shakti aus. Man kann sagen, dass sie verschiedene Kräfte Vishnus sind. Vishnu Shakti ist Para, transzendental. Und wie bereits erklärt worden ist, gehören auch die Lebewesen zu dieser höheren Energie. Die anderen, das heißt die materiellen Energien, befinden sich in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Zur Stunde des Todes können wir entweder in der niederen Energie der materiellen Welt bleiben oder zur höheren Energie der spirituellen Welt gehen. In unserem Leben sind wir gewohnt, entweder an die materielle oder an die spirituelle Energie zu denken. Es gibt viele Schriften, die unsere Gedanken mit materieller Energie füllen, Zeitungen, Romane und so weiter. Doch wir sollten unser Denken, das gegenwärtig in diese Literatur versunken ist, auf die vedischen Schriften lenken. Die großen Weisen haben daher viele vedische Schriften, wie zum Beispiel die Puranas und so weiter, verfasst. Die Puranas entspringen nicht der Fantasie irgendwelcher Menschen, sondern sind historische Aufzeichnungen. Im Chaitanya Charitamrita finden wir folgenden Vers: Maya Mugda Jivernahi Svataha Krishna Jan Jivara Kripaya Kaila Krishna Veda Purana. Die vergesslichen Lebewesen, die bedingten Seelen, haben ihre Beziehung zum höchsten Herrn vergessen und sind mit ihren Gedanken völlig in die materiellen Aktivitäten vertieft. Nur um ihr Bewusstsein auf die transzendentale Welt zu lenken, hat Krishna zahllose vedische Schriften offenbart. Chaitanya Charitamrita Madhya 20.122. Als erstes unterteilte der Herr die Veden in vier Teile. Daraufhin erklärte er sie in den Puranas. Und für die weniger intelligenten Menschen
schrieb er das Mahabharata. Im Mahabharata ist die Bhagavad Gita enthalten. Dann wurden alle vedischen Schriften im Vedanta Sutra zusammengefasst und zur weiteren Unterweisung verfasste er einen Kommentar zum Vedanta Sutra, das Srimad Bhagavatam. Wir müssen unseren Geist ständig damit beschäftigen, diese vedischen Schriften zu lesen. In ähnlicher Weise, wie die Materialisten ihren Geist damit beschäftigen, Zeitungen, Magazine und viele andere materialistische Schriften zu lesen, müssen wir uns den Schriften widmen, die uns von Vyasadeva gegeben wurden. Auf diese Weise wird es uns möglich sein, zur Stunde des Todes an den höchsten Herrn zu denken. Dies ist der einzige Weg, den der Herr empfiehlt, und er garantiert uns das Ergebnis, indem er versichert, darüber besteht kein Zweifel. Tasmat sarvishu kalishu mam anusmara yudhyaja mai arpitamano buddhir mam eva ishyasi asam shya yaha. Daher, Arjuna, solltest du stets an mich denken und gleichzeitig weiterhin deinen vorgeschriebenen Pflichten erfüllen und kämpfen. Wenn du deinen Geist und deine Aktivitäten immer auf mich richtest und alles in mir beschäftigst, wirst du mich ohne Zweifel erreichen. Bhagavad Gita 8.4. Er rät Arjuna nicht, sich lediglich an ihn zu erinnern und seine Pflicht aufzugeben, denn der Herr empfiehlt niemals etwas, was nicht praktizierbar ist. Man muss in der materiellen Welt arbeiten, um den Körper zu erhalten. Die menschliche Gesellschaft wird in Entsprechung zu den verschiedenen Arbeitsweisen in vier soziale Klassen unterteilt: Brahmana, Kshatriya, Vaishya und Shudra. Die Brahmanas, die zur intelligenten Gruppe der Menschen zählen, arbeiten in einer bestimmten Weise. Die Kshatriyas, die Verwalter, arbeiten in einer anderen Weise. Und auch die Kaufleute, den Bauern und den Arbeitern sind bestimmte Pflichten gegeben. In der menschlichen Gesellschaft muss man arbeiten, um seine Existenz zu erhalten. Ganz gleich, ob man nun Arbeiter, Kaufmann, Soldat, Beamter oder Bauer ist, oder als Gelehrter, Wissenschaftler oder Theologe die höchsten Klassen angehört. Deshalb erklärt der Herr Arjuna, dass er seine Pflicht nicht aufgeben brauche, sondern sich bei all seinen Beschäftigungen ständig an ihn erinnern solle. Wenn er sich nicht darin üben würde, an ihn zu denken, während er um seine Existenz kämpfe, werde es ihm nicht möglich sein, sich zur Stunde des Todes an ihn zu erinnern. Sri Krishna Chaitanya gibt uns den gleichen Rat. Er sagt, dass man sich darin üben solle, sich an Krishna zu erinnern, indem man ständig seinen Namen chantet. In Klammer chanten, englisch to chant, sprechen, singen. Die Namen des Herrn und der Herr selbst sind nicht voneinander verschieden. Sri Krishnas Unterweisung an Arjuna, denke immer an mich, unterscheidet sich also nicht von der Anweisung Sri Krishna Chaitanyas, chante ständig die Namen Sri Krishnas. Es besteht kein Unterschied zwischen diesen Lehren, denn Krishna und Krishnas Name sind nicht voneinander verschieden. Auf der absoluten Ebene gibt es keinen Unterschied zwischen dem Gesprochenen und dem Sprecher. Deshalb müssen wir uns darin üben, uns ständig 24 Stunden am Tag an Krishna zu erinnern, indem wir seinen Namen chanten und unsere Aktivitäten solchweise ausführen, dass wir uns immer an ihn erinnern können. Wie dies möglich ist, wird an einem Beispiel deutlich, das uns die Acharyas geben. Wenn sich eine verheiratete Frau zu einem anderen Mann hingezogen fühlt oder ein verheirateter Mann eine andere Frau liebt, ist diese Anziehung meistens sehr stark. In einem solchen Zustand denkt man ständig an den Geliebten. Die Frau, die mit ihren Gedanken ständig bei ihrem Geliebten weilt, denkt immer daran, mit ihm zusammenzukommen.
selbst wenn sie mit der Erfüllung ihrer Haushaltspflichten beschäftigt ist. Somit erfüllt sie ihre Haushaltspflichten sogar noch sorgfältiger, damit ihr Ehemann keinen Verdacht schöpft. In ähnlicher Weise sollten wir uns ständig an den höchsten Geliebten, Sri Krishna, erinnern, doch zur gleichen Zeit unsere materiellen Pflichten gewissenhaft nachkommen. Dazu ist eine starke Liebe notwendig. Wenn wir den höchsten Herrn in Hingabe lieben, können wir unsere Pflichten erfüllen und uns zur gleichen Zeit an ihn erinnern. Aber wir müssen diese Liebe entwickeln. Arjuna zum Beispiel dachte fortwährend an Krishna. Er war der ständige Begleiter Krishnas und gleichzeitig auch ein Krieger. Krishna gab ihm nicht den Rat, das Kämpfen aufzugeben und in den Wald zu gehen, um zu meditieren. Als Sri Krishna Arjuna das Yoga-System erklärte, sagte Arjuna, dass es für ihn nicht möglich sei, dieses System zu praktizieren. Arjuna Uvacha: Yoyam Yogas Dvaya Proktaha Samyena Madhusudana Etasyaham Napashyami Chanchalatvat Stitim Stiram. Arjuna sagte: O Madhusudana, das System des Yoga, das du erklärt hast, erscheint mir undurchführbar und unerträglich, denn der Geist ist ruhelos und unstet. Bhagavad Gita 6.33. Doch der Herr sagte: Yoginam api sarvesham mat gatena taratmana shradhavan bhajate yomam same yuktata mo mataha. Von allen Yogis ist der, der ständig mit großem Vertrauen in Gedanken an mich versunken ist und mich im transzendentalen, liebevollen Dienst verehrt, am engsten mit mir im Yoga verbunden. Und er ist der Höchste von allen. Bhagavad Gita 6.47. Wer also ständig an den höchsten Herrn denkt, ist der vollkommenste Yogi, der größte Jnani und gleichzeitig auch der größte Gottgeweihte. Krishna sagte weiter in seiner Unterweisung, dass Arjuna als Kshatriya das Kämpfen nicht aufgeben solle. Doch wenn Arjuna kämpfe und dabei an ihn denke, sei er auch zur Stunde des Todes fähig, sich an ihn zu erinnern. Er müsse sich lediglich seinem transzendentalen, liebevollen Dienst hingeben. In Wirklichkeit handeln wir nicht mit unserem Körper, sondern mit unserem Geist und unserer Intelligenz. Wenn also die Intelligenz und der Geist ständig in Gedanken an den höchsten Herrn beschäftigt sind, ist es auch natürlich, dass die Sinne in seinem Dienst stehen. Oberflächlich betrachtet bleiben die Aktivitäten der Sinne die gleichen. Doch das Bewusstsein hat sich gewandelt. Die Bhagavad Gita lehrt, wie man den Geist und die Intelligenz in Gedanken an den Herrn versenken kann. Eine solche Versenkung wird einen Menschen befähigen, das Königreich Gottes zu erreichen. Wenn der Geist im Dienste Krishnas tätig ist, sind ganz automatisch auch die Sinne in seinem Dienst beschäftigt. Das ist das Geheimnis der Bhagavad Gita. Die vollkommene Versenkung der Gedanken an Krishna. Der moderne Mensch hat die größten Anstrengungen unternommen, den Mond zu erreichen. Doch er hat sich in keiner Weise darum bemüht, spirituellen Fortschritt zu machen. Wenn man nur noch ca. 50 Jahre zu leben hat, sollte man diese kurze Zeit nutzen und sich darin üben, ständig an den höchsten persönlichen Gott zu denken. Dieser Vorgang der Hingabe besteht aus Shravanam, Kirtanam, Vishnusmaranam, Padasevanam, Arjanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. Diese neuen Vorgänge, von denen Shravanam, das Hören der Bhagavad Gita, von einer selbstverwirklichten Seele der einfachste ist, lenken die Gedanken auf das höchste Wesen.
Dies führt zu Nishchala, sich an den höchsten Herrn erinnern, und wird uns befähigen, nach dem Verlassen unseres Körpers einen spirituellen Körper anzunehmen, der für das Zusammensein mit dem höchsten Herrn geeignet ist. Der Herr sagt weiter: Abhyasa Yoga Yuktena Chetasa Nanya Gamina Paramam Purusham Divyam Yati Partanu Chintayan. O Partha, wer sich in diesem Erinnern übt und ohne abzuirren ständig an den höchsten Gott denkt, erreicht mit Sicherheit den Planeten des Göttlichen, der höchsten Persönlichkeit. Bhagavad Gita 8.8. Es ist nicht schwierig, diesen Vorgang zu praktizieren, doch man muss ihn unter der kundigen Führung eines Menschen erlernen, der mit diesen Dingen vertraut ist. Der Geist wandert ständig hin und her, doch wir müssen uns darin üben, ihn auf die Gestalt des höchsten Herrn Sri Krishna oder auf den Klang seines Namens zu konzentrieren. Der Geist ist von Natur aus ruhelos und unaufhörlich wird er hin und her gerissen. Doch er kann in der Klangschwingung des heiligen Namens Ruhe finden. Man muss daher über den Paramam Purusham, die höchste Person, meditieren, und auf diese Weise wird man ihn erreichen. Die Wege und Mittel zur letztlichen Verwirklichung, zum endgültigen Ziel, werden in der Bhagavad Gita beschrieben, und die Tore dieses Wissens stehen jedem offen. Niemand ist davon ausgeschlossen. Jeder Mensch kann sich dem Herrn nähern, indem er an ihn denkt, denn über ihn zu hören und an ihn zu denken ist für jeden möglich. Der Herr sagt weiter: O Sohn Pritas, jeder, der bei mir Zuflucht sucht, sei es eine Frau, ein Händler oder jemand von niederer Herkunft, kann das höchste Ziel erreichen. Wie viel vortrefflicher sind also die Brahmanas, die Rechtschaffenden, die Gottgeweihten und die heiligen Könige. In dieser elenden Welt sind sie im hingebungsvollen Dienst des Herrn gefestigt. Bhagavad Gita 9.32-33. Selbst Menschen, die sich auf einer niedrigen Stufe des Lebens befinden, können den Höchsten erlangen. Man benötigt also keine hochentwickelte Intelligenz. Jeder, der das Prinzip des Bhakti-Yoga annimmt und den höchsten Herrn als das Summum Bonum des Lebens, als das höchste und endgültige Ziel akzeptiert, kann den Herrn in der transzendentalen Welt erreichen. Wenn man den Prinzipien folgt, die in der Bhagavad Gita niedergelegt sind, kann man sein Leben zur Vollkommenheit bringen und eine endgültige Lösung für alle Probleme des Lebens herbeiführen, die aus dem vergänglichen Wesen des materiellen Daseins entstehen. Dies ist die Essenz der gesamten Bhagavad Gita. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Bhagavad Gita eine transzendentale Schrift ist, die man sehr sorgfältig lesen sollte, denn sie ist imstande, uns von aller Furcht zu befreien. Bei diesem Bemühen gibt es keinen Verlust und keine Verringerung, und schon ein wenig Fortschritt auf diesem Pfad kann einen Menschen vor der größten Gefahr bewahren. Bhagavad Gita 2.40. Wenn man die Bhagavad Gita aufrichtig und ernsthaft studiert, wird allen Reaktionen auf vergangene Sünden die Wirkung genommen. Im letzten Teil der Bhagavad Gita versichert Sri Krishna: Sarva Dharman Parityaja Mam Ekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Moksha Syami Ma Suchaha. Gib alle Arten von Religion auf und gib dich einfach mir hin. Ich werde dich von allen sündhaften Reaktionen befreien. Daher brauchst du nichts zu fürchten. Bhagavad Gita 18.66. Somit übernimmt der Herr
alle Verantwortung für diejenigen, die sich ihm hingeben, und hebt alle Reaktionen auf vergangene Sünden auf. Man reinigt sich täglich, indem man sich mit Wasser wäscht. Doch wer nur einmal ein Bad im heiligen Ganges Wasser der Bhagavad Gita nimmt, wäscht allen Schmutz des materiellen Lebens fort. Da die Bhagavad Gita vom höchsten persönlichen Gott selbst gesprochen wird, ist es nicht notwendig, irgendeine andere vedische Schrift zu lesen. Es genügt bereits, die Bhagavad Gita aufmerksam und regelmäßig zu hören und zu lesen. In der heutigen Zeit sind die Menschen so sehr von weltlichen Aktivitäten in Anspruch genommen, dass es ihnen nicht möglich ist, alle vedischen Schriften zu lesen. Doch das ist auch nicht notwendig. Dieses eine Buch, Bhagavad Gita, genügt, denn es ist die Essenz aller vedischen Schriften und wurde vom höchsten persönlichen Gott gesprochen. Wenn schon jemand, der das Wasser des Ganges trinkt, mit Sicherheit erlöst wird, was soll man dann erst von denen sagen, die den Nektar der Bhagavad Gita trinken? Die Gita ist der Nektar des Mahabharata, das von Vishnu selbst gesprochen wurde, und Sri Krishna ist der ursprüngliche Vishnu. Sie ist Nektar, der von den Lippen des höchsten persönlichen Gottes fließt. Man sagt, dass der Ganges den Lotusfüßen des Herrn entspringe. Selbstverständlich besteht zwischen dem Mund und den Füßen des höchsten Herrn kein Unterschied. Doch für uns ist die Bhagavad Gita sogar noch wichtiger als der Ganges. Die Bhagavad Gita ist wie eine Kuh, die von Sri Krishna, dem Hirtenknaben, gemolken wird. Die Milch ist die Essenz der Veden, und Arjuna gleicht dem Kalb. Die intelligenten Menschen, die großen Weisen und reinen Gottgeweihten, sind dazu bestimmt, die nektargleiche Milch der Bhagavad Gita zu trinken. In der heutigen Zeit sind die Menschen sehr bestrebt, eine Schrift, einen Gott, eine Religion und eine Beschäftigung zu haben. Möge es also eine Schrift für die gesamte Welt geben, Bhagavad Gita. Und möge es nur einen Gott für die ganze Welt geben, Sri Krishna. Und nur ein Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und möge es nur eine Beschäftigung geben, dem höchsten persönlichen Gott zu dienen. Die Nachfolge der geistigen Meister. Evam parampara praptam imam rajar shayo vidhu. Bhagavad Gita 4.2. Diese Bhagavad Gita, wie sie ist, wird durch die hier aufgeführte Nachfolge der geistigen Meister empfangen. Erstens Krishna. Zweitens Brahma, drittens Narada, viertens Vyasa, fünftens Madhva, Padmanabha, siebtens Nrihari, achtens Madhava, neuntens Akshobhya, zehntens Jayatirtha, elftens Jnanasindhu, zwölftens Dayanidhi, dreizehntens Vidyanidhi, vierzehntens Rajendra, 15. Jayadharma, 16. Purushottama, 17. Brahmanyatirtha, 18. Vyasatirtha, 19. Lakshmipati, 20. Madhavendrapuri, 21. Ishwarapuri, in Klammer Nityananda Advaita, 22. Sri Chaitanya, 23. Rupa, in Klammer Svarupa Sanatana, 24. Raghunath Jiva, 25. Krishna Das, 26. Narottam, 27. Vishwanath, 28. Baladeva Jagannath, 29. Bhakti Vinod, 30. Gaura Kishor, 31. Bhakti Siddhanta Saraswati, 32. Seine göttliche Gnade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.